Schau ich mal, ob ich dich gleich raiden kann und dann geht's los, würde ich sagen. Gar nicht mehr, nee, es ist streamt, steht hier. Ja, dann gehen wir da jetzt schön alle rüber, kriegst schon erst einen Raid ab und dann wird da gefollowed und weiß der Geier was. Leute, Vegane, erster Stream-Hype, Leute, rein da! Ich muss das vielleicht den Hype nochmal neu aufbauen, weil wahrscheinlich kann ich dich jetzt noch gar nicht raiden, weil du gerade erst online gegangen Ja, bist. wahrscheinlich. Doch, da ist er! Jetzt kann man Ah, aufpassen. stopp! Da ist er. Ja, rein, Leute. Sofort rein. Raid beginnt. Ich bedanke mich, dass ihr trotzdem da geblieben seid, trotz Internetprobleme und Shit. Und jetzt will ich schön alle Hypes der Welt in veganes Chat sehen. Yeah, Tim Ja, streamt. die Wo ist der Hype-Train her, Digi? Lass ihn mich hören. Vorstellung. Ich überbrücke noch ein bisschen. Der Hype-Train wird kommen. Er wird immer da sein. Jawohl! Gut, dann sind wir schon bei dir, Tim. Viel Spaß. 13 Leute, danke schön. Ja, dann gucke ich mal zu. Leute, macht's gut. Mach das. Dankeschön, Erdi, ne? Mach's gut. Tschö. Hype, Hype. So, die große Frage: Was seht ihr jetzt? Seht ihr jetzt, wenn der Bildschirm übertragen wird? Ja, seht ihr. Perfekt. Oh Gott, also ich bleibe einfach hier zum Kommentieren, glaube ich, Ja, weil mach das auf jeden Fall, ich genau. kann nämlich einfach überhaupt nicht im Twitch deinen Stream schauen. Okay. Aus Gründen allein aus dem Grund muss ich hier bleiben. Also ich muss hier auf jeden Fall noch mal einen anderen Sound fürs Followen anmachen. Der ist ja schrecklich. Schick. Okay. Dann denke ich, dass wir bereit sind für das Match, oder? Das nächste. Ich denke auch, genau. Sollen wir die mal reinholen? Sind die schon hier irgendwie Die unten sind schon alle hier drunter? drin, die Wir müssen sich sind nur noch schon da, sicher da. servus. Ah, moin. Hallo, servus. Ja, Und ich mache mir mal so lang was zum Trinken. Währenddessen könnt ihr schon mal harte Ansagen gegen eure Gegner machen. So. Jo, niemand hat eine Ansage. Niemand hat eine Ansage, niemand ist hier selbstbewusst. Wer spielt denn überhaupt Arabien? Damit können wir ja mal anfangen. Ich spiele Arabien. Du spielst Arabien auf der anderen Seite. Wen haben wir da? Wer ist denn Christoph. ich? Christoph. Felix. Ah, FLX. okay. Jo. Tobi 2. Jawohl. Danach, was hatten wir danach? Immer die Map-Bands, ne? Team Flummi war da, glaube ich, zuerst genannt. Also ihr dürft auch zuerst eine Map bannen. Wir bannen Arena. Ihr fangt mit einem Arena-Ban an. Warte mal, trage ich das mal direkt hier ein. Okay, so auf der anderen Seite schnell noch das Team hier aufrufen. Genau, was bannt ihr? Zwei Stück bitte. Teaminseln. Ich habe die Maps gerade sonst nicht im Kopf, kannst du mir nochmal sagen? Ach Ich so, habe sie auch hier. gerade nirgendwo auf dem Stream oder nirgendwo aufgerufen. Ich weiß gar nicht. Mongolei ist noch drin, ne? Genau, es gibt noch, also es werden noch Akropolis, Arena, Coastal Mountains, Goldgrube, Land Madness, Mongolei, Tal, Teaminseln, Vier Okay, Seen, Versteck. dann bannen wir noch Coastal Mountains. Alles klar, dann kommt die auch raus. Und das letzte, der letzte Map-Ban noch von Team Plummi. Und wir bannen noch Akropolis. Akropolis, alles klar. Schade. Gut. Ja, dann sehen wir jetzt zuerst Felix gegen Christoph auf Arabien. Ne? Möchtet Jawohl. ihr Sivs picken? Ich spiele zufällig. Ich spiele auch zufällig. Alles klar. Okay, Spiel heißt FLX.
wir sind auch schon drin, wir wären eigentlich bereit. Ja. Alles klar, ja, dann könnt ihr ja direkt anfangen. Und dann joinen wir gleich zum Casten. Okay, dann würde ich mal rausgehen und dann sehen wir uns danach, oder? Genau, geh gleich. Jo, bis alles später. Klar. Bis gleich. Ciao. So, stressig hier mit dem ganzen Eintragen noch. Ja, ist ja gut, dass sie sich jetzt hier schon so weit vorbereitet haben. Da können wir direkt reinspringen. Also bisher finde ich noch nichts. Ah, so, da bin ich. Wer spielt denn gegeneinander? Christoph und Felix spielen zuerst auf Arabien gegeneinander. Christoph, Felix, Arabien, okay. Genau. Haben beide zufällig genommen. Mhm. Schauen wir mal. Manu und Umi, ne, sind nicht mehr hier drin. Oder doch, Umi ist schon, aber gemutet. Also die beiden könnten natürlich auch gerne noch drin bleiben, wie wir es sonst auch gemacht haben. Ja. Ein bisschen Insider-Informationen zu den Teams preisgeben. Auf jeden Fall. Hast du jetzt schon eingetragen? Sorry, da hätte ich jetzt vielleicht noch dran denken können, dass ich das eintrage, während du hier castest. Ich habe bis jetzt soweit alles eingetragen. Welche SIFs jetzt zufällig drankommen, natürlich noch nicht, aber... Ansonsten. Dann mach du das doch, dann hast du den Überblick, bevor ich jetzt reinfusche, okay. Oder? Ja. Oder ist es blöd? Nö, alles gut. Ich krieg's, glaube ich, eben so. Das sind ja nur noch 2-3 Zahlen daneben. Ja. Hast du schon was gefunden? Ja, bisher noch nicht. Ah, doch, jetzt ist da. Kannst du uns einmal vielleicht den Code posten oder so? Kann ich machen. Ich habe einfach FLX eingegeben, aber... Ja, mache ich auch gerade, aber da kommt noch nichts. Also ich kann dir den kurz diktieren. Mhm. 7429 mhm. 4448. Okay, jo, da ist es, genau. Malia und Spanier. Mhm. Also einmal die Malia zufällig und die Spanier zufällig. Der Christoph immer noch mit dem Rolakas-Ding. Mhm. Das ist halt ein treuer Typ. So ist es. Gut, let's go. Also, was haben wir hier? Felix hat die Malia. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Gold, ja, nach vorne. Schnell Score Speed runterstellen. Ja, ich finde auch, die Base ist an sich okay. Also vor allem dieses eine Backgold da hinten gefällt mir ganz gut. Wenn er das irgendwie gut gewallt kriegt, ist es schön. Ah, ja. Ansonsten ist das natürlich mit dem offenen Main Gold da vorne nicht ideal. Ja, hatte ich noch gar nicht gesehen. Aber in der Theorie ist die Base von Christoph super viel besser. Die Berries hinten, Mangold hinten. Ja, das stimmt. Genau. Kann auch schön zuholen. Hat eigentlich 3 schöne Plans. Also der könnte hier tatsächlich einfach ein Fast Castle fast spielen, ne? Wenn er wallt. Ja. So, wo liegen die Ressourcen hier? Die Schafe bei Felix ganz oben in der Ecke am Rand. Ist natürlich nicht so schön. Mal gucken, ob er die noch finden wird. Vorne, die hat er gefunden, auch seine beiden Boars, weiß er Bescheid, wo die liegen. Oh, hier das Holzfällerlager bei Christoph, da hat er ein Haus quasi reingebaut. Das
ein bisschen ineffizient natürlich. Ja, wobei, wenn da der eine Baum weg ist, nicht so tragisch mehr dann, oder? Ja gut, da ist noch einer daneben, den wir noch wegmachen müssen, damit sie nicht mehr außenrum müssen. Jetzt auch alle auf die eine Seite. Ja, das geht besser, aber ja. Soweit in Ordnung, der erste Bohr. Hat uns ans Ende gespult schon? Achso, nee. Ah. Dann soll, ja, stimmt, auch oh Gott, ist ja eine ganze Ecke. Ja, nur so zwei nämlich. Minuten locker. Oh, stimmt, ist es nämlich nicht. Okay, erster Wallversuch von Christoph, der macht zu und ich glaube, wenn der hier wirklich ein Fast Castle spielen kann, sieht es gar nicht mal so schlecht aus, ehrlich gesagt. Ja, könnte man jetzt natürlich hier mal fragen, seinen Teamkollegen, wobei der jetzt nicht da ist, ob er vielleicht irgendwas in die Richtung trainiert hat, ob die vielleicht überhaupt trainiert haben. Ich weiß ja nicht, wie es da aussieht. Wie sieht's bei Umi aus? Du kannst dich auch gerne mal wieder entmuten, wenn du Bock hast. Was? Haben die jetzt eigentlich die 2 Minuten Stream Delay reingemacht oder nicht? Ich habe, glaube ich, keinen Stream Delay gesehen. Allerdings kann es auch sein, dass wir ja ein bisschen spät reingekommen sind, weil wir es erst nicht gefunden haben und deshalb der Delay schon abgelaufen war. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also Felix auf jeden Fall auf dem Weg in die Feudalzeit, Pop 22. Auf der anderen Seite, ja, haben wir schon Pop 24, aber eben auch noch nicht den Klick und da sollen auch noch eine ganze Menge Villager erstmal schaffen werden. Mhm. Ja, ist aber auch noch nicht auf Gold, also wenn es ein Fast Castle werden soll, wird er sich da irgendwann auch noch drum kümmern. Felix vorne an den Straußenvögeln. Ja, aber Christoph macht seine Base schön zu, wird auf jeden Fall gewallt sein. Da kommt jetzt noch keine Aggression. Die Kaserne steht zwar, aber Militär hat Felix bisher noch keins erschaffen. Idle Time ist auch relativ ähnlich. Okay, Also, da sind 15 Sekunden Unterschied. Und Felix ist jetzt in der nächsten Zeit okay, aber ich denke, dass Christoph hier wirklich sein Fast Castle wird durchziehen können. Schießanlage allerdings ist natürlich auch ein bisschen besser dafür geeignet, da jetzt in die Base reinzukommen und so ein Fast Castle zu verhindern. Aber das Main Gold von Christoph liegt richtig gut. Seine Woodlines könnten ein bisschen ein Problem werden, aber an sich. Ja, wenn Archer kommen schon. Ansonsten ist es eher sogar cool, dass man schnell nachholen kann. Ne? Aber ja, früher oder später muss er natürlich sowieso da raus. Könnte erstmal hier vielleicht hinten noch ein zweites TC bauen oder so. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite, Felix spielt das mehr oder weniger komplett offen. Ne? Also der hat vorne so ein bisschen ja, seine Häuser zusammengebaut, aber große Wallen ist da nicht. Und die Archer-Produktion geht auf jeden Fall schon mal los. Ja, ist natürlich auch schön, dass er hier unbehelligt einfach das, die Straußen nehmen kann. Mhm. Wobei man die jetzt für ein Archer-Bild nicht unbedingt braucht. Also es ist eigentlich eher... Ja, eigentlich bräuchte er die jetzt momentan eher auf Holz anstatt auf Nahrung, wenn man ehrlich ist. Ja, sein Ego-Teil ist ja schon, er hat nur 8 auf Holz. Ja, also das sind genau die 4, die eigentlich jetzt auf Holz gehören, damit er da die 2 Archery Ranges bauen und auch am Leben halten kann. So ist es auf einer Archery Range zwar auch möglich, er kommt vielleicht auch schneller in die Ritterzeit, ist auch okay. Also kann man ja auch so spielen. Ja, ja, aber Christoph mittlerweile sogar mit 2 Villagern oder einem Villager jetzt Vorsprung. Mhm. Baut jetzt hat vielleicht den Stall vergessen, die Schmiede, die Kaserne vergessen gehabt und jetzt will er natürlich irgendwann den Stall noch hinterher ballern, so wie ich ihn kenne. Auch noch ein bisschen Holz. Aber das mit dem Fast Castle sieht gar nicht schlecht aus. Also ich meine jetzt so ein bisschen Holz, wenn er dann den Stall fertig hat, kann er eigentlich klicken. Also wenn er jetzt noch irgendwie die Archer einigermaßen in Ordnung abwehrt. Ja, er hat halt im Moment noch kein Militär, ne? Also
Irgendwas braucht er. Jetzt baut er auch die Schießanlage. Vielleicht denkt er schon an Flenkler. Wenn man mit Manu in einem Team ist, sicherlich keine Überraschung. Ja, ich hoffe, er denkt nicht an Bogenschützen, wobei die imperialen Bogenschützen natürlich auch eine Macht sind. In unserem Turnier. Bisher 100% Winrate. Ja, stimmt. zum Stream, genau, mit 720p geht das, glaube ich, nur. Ich konnte halt jetzt gerade nichts verstellen, als ich hier bei Twitch Studios was gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war Hertie aber auch immer gewesen, ne? Dass das nur mit 720p. Das kann man schon einstellen, aber jetzt standardmäßig ist halt nur HD, nicht Full HD. Mhm, ja. Haben wir auf die Schnelle nicht gemacht. Dann müsstest du jetzt den Stream ausmachen und wieder an und so. Kommt ist jetzt halt. Oder dann komplett über OBS oder so. Ja. Felix kann jetzt aber auch klicken, wenn er, naja, könnte klicken, falls er noch das zweite Gebäude baut. Ihm fehlt nämlich die Schmiede. Christoph ist die nächste Zeit. Und Idle Time ist bei Christoph besser als bei Felix. Sie sind gleich auf von den Villagern. Allerdings ist Christoph schon auf dem Weg in die nächste Zeit. Hat auch die besseren Upgrades auf seiner Eco drauf. Momentan würde ich sagen, Christoph in einer guten Position, falls er hier nicht unendlich viel Damage von den Archern abbekommt, baut es auch noch einen Stall nach und hat Plänkler bereits gebaut. Die reichen jetzt noch nicht, aber die reichen zumindest, um hier das Volkstier erstmal zu verhindern, denke ich, bis er dann zwei, drei Ritter draußen hat. Ja. Ich meine, Felix kommt da immer noch nicht komplett rein. Muss das jetzt kämpfen? Es sind noch keine Upgrades auf den Flanker. Auch noch keine Upgrades auf den Archer. Oh, er ist aber mit dem Scout einfach reingerannt. Und kriegt er jetzt schön noch einen Snipe von dem Flanker. Ja, sind doch noch einige übrig geblieben. Hier vorne direkt ja. Lower Villager einen Kill bekommt er. Jetzt kommt der zweite Stall von Christoph, der jetzt auch gleich in der Ritterzeit ist und auch die Ressourcen hat, um erstmal Ritter rauszuhauen. Die Archer und der Scout jetzt unterm TC, das ist natürlich Damage, den man erstmal nicht fressen will, unbedingt. Und Christoph muss jetzt natürlich schon ein bisschen aufpassen und die Villager-Anzahl ist natürlich jetzt auch schon deutlich höher bei Felix. Die Idle Time geht in die Höhe. Er hat einen zweiten Stall gebaut, da sind jetzt auch schon zwei Ritter fertig. Ja, und in der Theorie kann er das jetzt. Ich denke auch, ja. Verliert jetzt nochmal ein paar Villager an der Woodline. Ja, sollte er jetzt einfach kämpfen. Ja, macht er jetzt auch, hat immer noch zwei einquartiert im Stall. Kommt er noch rauslassen. Ja, und Felix auch 50% zur Ritterzeit vorangeschritten und geht auf Stein. Verliert jetzt halt seine ganze Armee. Mhm. Oh ja, unter PC ein paar, genau. Da wird der Rest von den Rittern getötet. Flenkler kämpfen auch hier noch ganz gut. Also Felix verliert hier super viel Zeug. Christoph in einer super Lage momentan eigentlich jetzt was zu machen. Hat allerdings nach wie vor 12 Villager wenig. Also Felix hat hier schon gut Kills gemacht, 8 Eco-Kills sind das insgesamt. Ja, 6 auf jetzt Nahrung, 9. 3 auf Gold, gerade bei Christoph. Also das reicht natürlich jetzt erstmal nicht, um weiter Ritter zu machen, aber mit dem, die er hat, kann er jetzt, nach vorne. Ich meine, das dauert eine ganze Ecke, da warten jetzt auch schon Pikeniere, vielleicht kommt gleich das Pikenier-Upgrade, schauen wir mal. Der muss jetzt eigentlich schon nach vorne gehen, direkt, finde ich. Also auch gerade die Woodline links ist super exposed bei Felix, der ist komplett ungewallt und versucht es gerade so ein bisschen zu fixen. Also Christoph hat jetzt das Zeitfenster, wo er Schaden machen muss. Und seine Ritter sind momentan leider noch so ein bisschen daheim. Felix macht das Crossbow-Upgrade. Ja, hat halt einen Crossbow, aber er hat zwei. Baut zwei TCs, die sind auch gut platziert. Naja, und das Holz könnte eine Sache werden, ne, bei ihm, ne? Also in der Theorie, Woodlines sind Mangelware bei Felix.
Ja, da hätte das TC vielleicht lieber auf die andere Seite vom Stein setzen können, um hier vielleicht noch ein bisschen da am Holz näher dran zu sein. Ja, und er will hier ziemlich großflächig wallen, nach unten quasi. Und Christoph ist auch mit dem Scout da in der Nähe. TC oder alle drei TCs stehen bei Felix und sind auch am Laufen. Auf der anderen Seite wird ja jetzt erst das zweite TC gebaut, ne? Ja. Mhm. Also die Eco läuft bei Felix auf jeden Fall viel besser durch. Er hat halt auch einfach 10 Villager gekillt. Ja, okay. Mhm. Und das ist einfach ein Riesenunterschied, den sollte Christoph möglichst schnell ausgleichen, geht jetzt erst mit seinen Knights los und die Knights, die da jetzt rumstatten und jetzt losgehen, die sind halt da jetzt schon seit 6-7 Minuten. Ja, genau. Also die hätten schon langen Damage machen können, so. Ich glaube, da sind vielleicht 2 Stück dazugekommen oder so, aber ansonsten bestand diese Army schon. Ja. Ja, und jetzt ist Felix halt auch, ja, nicht zu, aber zumindest etwas geschlossen, ne? Aber klar, wird er jetzt natürlich erstmal auch durchkommen. Muss jetzt seine Archer zurückziehen, genau hinter die Mauer. Ja, aber kriegt er eigentlich einen recht schönen Fight. Auch wenn es nur die Feudals halt Sperrkämpfer sind. Mit den Archern dahinter nehmen die Ritter schon einiges an Schaden. Auf jeden Fall. Ja, aber er läuft jetzt links rum, könnte da jetzt finden, dass da offen ist. Kommen da vielleicht noch Quick Walls? Ziemlich schwierig da zu sehen auf dem Hügel. Na, er geht einfach durch die Palisade, denke ich. Ja, das wird auch schnell genug gehen. Also da wird er durchkommen. Ja. Außer zögerlich und respektiert die Archer, die das auch kämpfen könnten, in ja, Theorie. Ja, also 3 davon sind natürlich schon low. Ja, bleibt auch erstmal zu. Ah, aber er kommt jetzt oben noch rein. Ich glaube nicht, dass da zu ist, nee. Nee, da ist offen. Felix sitzt mit den Steinmauern dahinter. Und Christoph hat auch eine gute Ahnung davon, wie die Base von Felix ausschaut. Der ist nämlich mit seinem Speer da gut aktiv. Mhm. Also wahrscheinlich Autoscout, aber der sieht auf jeden Fall sehr, sehr viel von der Base und weiß auch, da ist die Woodline und da geht er jetzt auch straight hin. Ja. Aber Felix reagiert schnell. Aber es gibt mal trotzdem 2 Kills. Die ersten Kills für Christoph, das ist auf jeden Fall gut. Und er hält momentan so diesen Abstand von 10 Villagern hinten dran sein einigermaßen gut. Ja, was kommt nach an ihm, an Armee von ihm? Er hat 4 Ritter gebaut. Es sind noch ein paar in die Stellen. Also weiter Ritter. Ja, dann sollte Felix, denke ich, entweder. Er bräuchte Ballistik auf jeden Fall. Haben gerade gesehen, es war noch nicht drauf. Ansonsten, ja doch, er baut eine gute Menge auf. Also kann er schon mit klarkommen, wenn er hier weiter nur auf den Crossbows bleibt. Mhm. Ansonsten hat er jetzt aber halt auch, ja, weiß, 5 Pikeniere. Wenn es zu viel wird, kann er das Pikenier-Upgrade hinterher schieben. Er hat natürlich immer noch Spearman, nicht Pikeniere. Ja, Felix jetzt auch mit dem Point Lead, hat hier durch die Eco jetzt den Vorteil sich geholt. Das hat er, ja, es sind aber immer noch diese 12 Villager-Vorsprung, ne? Also die es quasi seit Anfang der Ritterzeit schon sind. Genau. Ja, also er hält sich ganz gut hier, der Christoph. Er ist ja schon in der deutlichen Underdog-Rolle hier, wenn man das den Qualifier anschaut. Mhm. Also hat vielleicht Manu doch nochmal ein bisschen trainingsmäßig was geschafft. Er ist ja auch jetzt kein untalentierter Spieler, hat jetzt genug für eine Burg und die muss er eigentlich auch sofort setzen, sonst hat er jetzt gleich ein Riesenproblem. Genau, hier am Stein, da wird jetzt da kriegt er gute Kills, es fehlt halt immer noch Ballistik, aber 3-4 Villager kriegt er da auf jeden Fall. Nochmal einen und da kommt auch die Burg jetzt.
Ja, die wird, denke ich, hochgehen. Weil, ja, Felix greift da jetzt keinen Wall an. Also. Ah, okay, da kommen noch Ritter. Jetzt muss er die Ritter natürlich fokussen. Es sind aber, ja, es ist ein Defense-Upgrade auf den Rittern. Und das wird nicht reichen. Ja, es sind zu viele Schützen. Also, mit den Rittern hätte er jetzt momentan nicht angreifen dürfen. Allerdings, guter Druck von Felix und, andererseits nimmt Christoph natürlich auch ein bisschen den Druck von vielleicht seiner Base, die gerade hier die Burg baut, aber ja, es war so ein bisschen unnötig, die Ritter da jetzt reinzuschicken, tatsächlich. Mhm. Ja, die Produktion steht jetzt auch ein bisschen still bei ihm, auch bei Felix kommen jetzt gerade keine Villager nach, konzentriert sich hier aufs Militär. Jetzt noch mal ein paar Pike und Offensivcastle. Jetzt Stein da vorne. Ja, die Produktion stimmt auf jeden Fall bei ihm. Und weitere Schießanlagen nach vorne. Ich will jetzt hier weiter Druck machen. Daumenring kommt rein. Ja, wenn Felix Imp will, braucht er trotzdem noch ein bisschen mehr auf Nahrung und vielleicht auch ein paar mehr auf Gold, weil wenn er jetzt produziert, wird es schwierig, da dann noch nach ihm zu gehen und ansonsten knackt er die Base mit der Armee momentan nicht. Und da kommt das GG schon. Ja, Christoph gibt auf. Ja, okay. Ist mir jetzt ein bisschen zu früh. Ja, mir auch, aber... Er baut ein paar Kongs. Ja gut, andererseits kriegt er eine Burg ins Gesicht und hat gerade nichts, um das Militär zu verteidigen. Ne? Mhm. GG. GG. Ja, gutes Spiel, ihr beiden. Felix mit der Feudalzeit-Aggression mit den Archern und Christoph hat sich einfach gedacht, ja, soll er mal machen. Ab in die Ritter. Ja, war ein bisschen scheiße, gell? Ja, also es war auf jeden Fall gut machbar mit der Map, hat vielleicht die Map gut gelesen, konnte das gut wollen und eigentlich auch mit den Rittern schön den offensiven Vorstoß dann verteidigen. Wie war danach dein Plan, Christoph? Gute Frage. Ja, ich wollte eigentlich mehr Ritter haben gern. Aber es hat irgendwie nicht so ganz hingehauen. Und irgendwie war meine Base so klein. Ich war irgendwie so eingeengt. Das hat genervt. Ja, und du warst als Ritterzeit, da kannst du auch gut mit deinen TCs auch rausgehen aus der Base in der Theorie oder halt auch in die Ritterproduktion einsteigen. Für eins von beiden muss man sich meistens so entscheiden. Du hast dann halt versucht, deine Eco zu fixen, was ja auch klar ist, du hattest Stress. Der Felix hat nämlich trotzdem 10 Villager gekillt in der Zeit, also das war schon guter Schaden, der kam. Es war nicht so, als wäre da gar nichts gewesen. Den Schaden zurück zu kriegen ist eine Taktik, Christoph. Also du hättest tatsächlich auch mit deinen Rittern direkt zum Felix rübergehen können, weil der ist dann, der hat ja seine Armee verloren. Ja, der hat nichts und du hattest irgendwie 5-6 Ritter und er ist in der Feudalzeit, da musst du einfach direkt den Gegenstress machen, sozusagen. Aber das Zeitfenster ging vorbei, Felix hat sich daheim stabilisiert, konnte das dann einigermaßen abwehren und ja, Felix, dann hast du gedacht, all in Archer und ab geht die Post. Klar. Ja. Es ging irgendwie, also ich hatte eigentlich ganz gute Rohstoffe für Archer und dann habe ich gedacht, komm. Ja. Die sind ja eigentlich auch immer, also wenn ich Ritter spiele und jemand Archer hat, dann sind die immer ganz gut auch dagegen. Habe ich gedacht, komm. Das wird vielleicht auch damit klappen. Ja, wenn man eine Menge hat, geht das auf jeden Fall. Wie würdest du das denn so sehen, Felix? Hättest du jetzt schon gesagt, das GD ist gerade momentan angebracht oder würdest du sagen, warst du überrascht, als es reinkam? Ja, ich war überrascht, weil ich hätte direkt nochmal eine Burg gebaut auf die andere Seite, von dem her wäre es vielleicht schon. Ja, das wusste er ja nicht. Von dem her war ich schon ein bisschen überrascht. Ja. Die eine Burg habe ich gesehen und dann die Masse von den Archern und ich hatte daheim gar keine Einheiten und bis ich mal Einheiten gehabt hätte, um das irgendwie zu clearen da vorne. Dann wäre die Burg auf jeden Fall oben gewesen und dann, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch noch die zweite.
oder? Ich weiß nicht. Ja, also es wäre schon schwierig geworden, aber ich habe jetzt auch noch nicht gedacht, also ich habe nicht gedacht, dass es komplett vorbei ist, weil du hast momentan 22 auf Food, 20 auf Gold. Du hättest das defensive Upgrade für die Ritter machen können und dann vielleicht noch einen dritten Stall bauen, so dann aus drei Stellen. Wäre das vielleicht schon irgendwie gegangen, aber es ist schon eine schwierige Position. Mich hat es nur, was dich jetzt so speziell zum Aufgeben an der Stelle gebracht hat. So. Also das ist schon schwierig, da zurückzukommen, aber ja. Jo. Okay, 1-0 steht's. Felix hat ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Dann geht's jetzt ab ins zweite Spiel, wo der Mario, der Horus, seiner Favoritenrolle gegen Umi gerecht werden will. Das ist auch ein Matchup, das haben wir schon einige Male gesehen. Ja. Das ist fast schon ein Klassiker jetzt mittlerweile. Und Umi, irgendwann musst du ihn ja mal kriegen, oder? Ja, der Tag ist sicher nicht genau heute. Ja, ich bin mir fast zu 100% sicher, dass ich gegen Mani gewinne. exakt, denke ich mir doch auch. Also habe ich gute Chancen, weil ich bin mal wieder auf 12 Zoll unterwegs. Also wenn dann heute, ja, wenn dann heute. Oh Mann, mach mir keinen Druck. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich fand 12 Zoll Manu auch nie unbedingt so viel schlechter als den, was weiß ich, wie viel Zoll hat Manu. Von daher bin ich gespannt, was abgeht. Umi, was willst du denn spielen auf welcher Map? Muss es nicht Manu sagen? Ach so, stimmt, andersrum. Christoph hat ja verloren, so rum, du hast völlig recht. Ja, rigged ist ja alles. Ja, ich habe gerade falsch rum gedacht. Okay, dann natürlich Manu, was für eine Map möchtest du spielen? Kann man mir nochmal kurz sagen, was denn noch mal zur Auswahl steht? Ich habe gerade keinen genauen Überblick. Ich kann euch sagen, was gerade gebannt wurde, alles. Gibt's noch. Es gibt Goldgrube, Land Madness, Mongolei, Tal, Vier Seen und Versteck. Ah, da machen wir ein schönes Land Madness, würde ich sagen. Ajo. Ajo. Umi, machst du auf? Kurz für mein Verständnis, wenn Manu das jetzt gewinnt, dann geht's ins 2 gegen 2, oder? Richtig. Okay. Passt das noch mit dem Startrhythmus? Mit meinem auf jeden Fall. Passt das denn noch zu deinem Schlafrhythmus? ganz kurz, ich muss ein Spec-Delay einsetzen, oder? Jetzt? Ist das richtig? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich sollten 2 Minuten gemacht werden, damit der Teammate nichts. Und muss ich die Zivilisation verdecken oder nicht? Das weiß ich, das kann ich mir nie merken. Das kommt jetzt auch darauf an, ob ihr jetzt pickt oder nicht. Darf das jetzt sagen? Manu, ne? Genau, ich picke was. Manu pickt, okay. Ich würde zufällig spielen. Okay. Ich will nicht bleiben. Dann lässt du die Sifs jetzt offen, damit damit Manu quasi sieht, dass du auch zufällig nimmst und nichts pickst. Gut. Okay, ich habe dich im Spiel eingeladen. Hast du nochmal einen Account? Weil ich habe dich in der Freundesliste offline als Umi drin. Oder halt nicht im Spiel, aber ist egal. Nee, eigentlich nicht. Okay. Gut. Achso, jetzt muss ich ja eh nicht vorher sagen, was ich pick, oder? Nee, jetzt nicht. Wie bei den 1 gegen 1 sonst auch immer. Ja, okay. Gut, dann gehe ich mal einen anderen Channel. Jo, dann viel Spaß. Viel Spaß beim Kasten. Jo, ich bin auch raus. Bis nachher. Jo, bis nachher.
Kanalpunkte gibt es hier jetzt noch nicht, ne, mit denen man jetzt hier irgendwie wetten könnte. Nee. Schade eigentlich, ne? Ja, ne? Das Wetten ist schon wichtig. Muss man das auch irgendwie noch einrichten, dass da Kanalpunkte gesammelt werden? Oder? Ja. Ah, ja, okay. Da muss man noch ein bisschen mehr streamen dafür, aber wird gemacht. Wir kein... ja, bald kommen die Kanalpunkte. Da müssen wir halt um Geld wetten, genau. Eben, ganz einfache Lösung. Puh. Also ich finde ja Umi nach wie vor ein Spieler, der sau viel Potenzial hat, der halt super stark eigentlich das Spiel auch spielt und kann, aber halt spielt ja. Im Vergleich zu vielen, die jetzt irgendwie super viel Progress hatten in den letzten Monaten. Ja, ja. Und ich erinnere mich auch noch an ein Spiel im ersten Turnier, wo Manu eigentlich schon auf irgendeiner Wassermap, glaube ich, war es dann, ziemlich überrascht hatte, es dann aber doch, das Spiel ist abgestürzt, glaube ich, war es damals. Ne? Oh, okay, also, ich weiß es nicht mehr. Also, dann, ja, war es irgendwie doch nicht so ganz möglich, Manu zu schlagen an der Stelle, aber an sich hat der schon das Potenzial dazu, dass es, wenn es mal eine Map ist, auf der Manu jetzt vielleicht nicht sich so super duper wohl fühlt, dass da was geht. Da bin ich echt gespannt, falls es jetzt wirklich ein 2-2 gibt, was sich Flummi da ausgedacht hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Umi auch den Manu jetzt schon ärgert. Also das halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen, dass jetzt das ein richtig gutes, spannendes Spiel werden könnte. Das Spiel ist auch da. So ein bisschen der Spec-Delay runterlaufen. Litauer gegen Türken sollen es werden. Also Litauer zufällig von Umi bekommen. Ist, denke ich, für die Map auf jeden Fall ein sehr dankbarer Pick. Kann man ja, auf jeden Fall die Scouts mitspielen. Malia und Litauer heute jeweils zufällig gekommen. Die waren bisher beide dreimal nur zufällig dran. Bisher beide die am seltensten zufällig dran gekommenen Civs. Also ja, statistisch gesehen mussten die jetzt auch mal drankommen. Absolut. Also der zufällige, der Gott des Zufalls, der hat auf jeden Fall mal für Fairness gesorgt. Ja. So, los geht's. Umi auch die gesamte Zeile mit dem Namen ausgefüllt mit zwei Clan-Tags. Ja, bei mir ist dann nur das erste Clan-Tag weggegangen. Irgendwie macht Capture Age die erste Klammer raus. Okay. Da steht NTNT Umi dran. Ach so, ja. In Wirklichkeit steht da schon Flummi NTNT Umi. Ja, zu den Maps bei Land Madness häufig ein bisschen schwierig zu sagen, weil man hat halt so viel von allem. Ne? Es gibt überall wieder ein paar Ziegen und ein paar Rehe und Goldspots auf der gesamten Karte verteilt. Also so, dass man komplett keine Ressourcen von irgendwas hat, das kommt halt einfach nicht vor. Yep. Allerdings können die auch schon ein bisschen besser und ein bisschen schlechter liegen. Also gerade was die Woodlines angeht, finde ich schon, dass Manu da in der Tendenz vielleicht ein Tick mehr Glück hat. Aber ja, ich glaub eher nicht. Hinten dran ist eigentlich relativ easy gleich für beide, ne? Ja, genau. Also sie haben halt nach hinten jeweils, denke ich, eine sichere Woodline. Bei Umi ist sie etwas größer, die zweite dafür etwas weiter entfernt, aber Manu hat sonst so eine super kleine nach links vorne, die sich quasi gar nicht lohnt zu nehmen. Ja, das ist blöd, das stimmt. Ja, Gold ist bei beiden nach vorne weg. Also das ist
super offensiv, auf jeden Fall. Also da ist nicht viel mit defensiv vor sich hinspielen, denke ich mal. Ja, oh, nach vorne spulen, sagt Mathis, dankeschön. Z to the Ibra, vielen Dank für den Follow. Ja, oder? Also, bitte? Zu viel dürft's ja nicht. Nee, genau, geht doch gar nicht, gerade nach vorne zu spulen. Wir sind ja mit dem Spec-Delay direkt ins Game gegangen. Ja. Also, Bohr kommt rein bei Manu. Das sieht alles noch ganz gut aus hier. Auch auf der anderen Seite. Ne, haben wir noch keinen Bohr. Da liegen gerade zwei auf einmal getötete Schafe rum. Der geht erstmal noch auf die Bären, die da direkt am TC sind. Wo ist denn sein Bohr? Man hat ja hier auch nur einen, ne? Ah, da oben ist er. Genau. Na. Ach, ich habe gerade tatsächlich die beiden, ich habe irgendwie gedacht, rot ist Omi, warum auch immer. Deswegen habe ich vorhin auch von den anderen Woodlines geredet. Ach so, ja. Okay. Aber ich finde sie trotzdem relativ gleichwertig, also, ja. Ja, nee, ist kein Riesenunterschied, das stimmt. Nee, aber dann würde ich tatsächlich tendenziell sagen, dass Omi die besseren Woodlines hätte, so rum. Ja. Ja, Manu wollte jetzt auch schon so ein bisschen die Woodline bei sich mit einem Haus, könnte jetzt auch schon anfangen. Umi weiß noch nichts von seinem Bohr, sehe ich gerade. Ui, das ist natürlich schlecht. Ja, deshalb ist er jetzt auch schon mit der zweiten Mühle unterwegs, bevor er irgendwie den Bohr holt oder so, weil er einfach... Ja, den noch nicht erscoutet hat. Wo ist er denn mit seinem Scout unterwegs? Er ist ganz rechts. Sieht da zumindest viel Rehe oder sowas, was er sich holen könnte. Aber ich weiß nicht, ob er nochmal wirklich da hinten scouten geht. Ja, wobei doch, da sind Wegpunkte. Schauen wir mal. Ja, also als Litauer hat man auch ein bisschen Spielraum tatsächlich. Ja, aber so komplett ohne Bohr würde ich auch nicht hochgehen wollen. Ja, er pusht jetzt auf jeden Fall hier. Genau, ja. Zwei auf einmal mehr oder weniger sogar. Pro Play. Ja, funktioniert nicht ganz. So, Manu kommt auf der anderen Seite nach vorne und er scoutet ihn mal. Ja, und auch Umi läuft jetzt nach vorne, möchte also lieber wissen, wo Manu ist, als wo sein Bohr ist. Macht Loom. Top 21, ja. Also ganz normale Scout-Build-Order, denke ich. Mhm. Ja, ist jetzt nichts Überraschendes. Nee. Man weiß, was man so macht, aber er macht's gut und es ist Land Madness, da wird auf jeden Fall Scout-Play am Start sein, ne? Du wolltest auch schon seine Woodlines, ist schon draußen mit einer Mühle, um da Rehe zu nehmen. Teilweise sehr weit weg. Aber ja, Food kommt rein. Ja, und Umi. Er hat sein Bohr jetzt gefunden und geht auch. Ja, genau. An den Start. Bisschen Schaden auf den Scout von Manu. Notiert seine Villager aus. Also ja. Auf der anderen Seite Manu, Pop 23. Ja. Ja, genau, 22 Villager, Pop 23, okay. Soll das auch Archer werden, oder was hat der vor? Gute Frage. Bisschen komische Build-Order bisher, aber mal schauen. Könnte jetzt da den Scout von Umi zumindest schwächen, macht er noch nicht. Türkische Archer würden jetzt in meinem Kopf nicht so viel Sinn machen, aber... Das denke ich auch, genau. Ja. Ich denke, vielleicht hat er da einfach... Vielleicht, weil es keine zwei Bohrs gibt, ein bisschen spät in die Nahrung reinbekommen, wegen den Rehen. Und ja, Umi, der ist jetzt auch in der nächsten Zeit und der hat, ein bisschen weniger Idle-Time, also da schenkt sie sich auch fast nichts. Aber er ist halt eben schneller mit dem Stall oben und es kann schon auch einen Unterschied machen. Manu hat einen angeknacksten Scout. Umi kann jetzt sogar nochmal Damage drauf kriegen, weil er einen Feudalzeit-Scout hat und der schneller reitet. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein leichter Vorteil für Umi, was das Ganze hier angeht. Kriegt ihn nicht ganz gekillt, da kommt die Feudalzeit rein. Top
Passt aber auch auf, läuft nicht ins TC oder so. Und die Scouts kommen direkt. Also, wie gesagt, Umi, tatsächlich ein Spieler, der schöne, schnelle Build-Orders spielt und den man durchaus aufpassen muss, wenn er einen guten Tag hat. Auch als Manu. Ja. Deswegen mal gucken, was das hier wird. Also, in der Theorie hat er hier auf jeden Fall mit den Litauer Scouts keine schlechten Karten. Ja, ich denke auch generell im Late Game nicht. Ne? Den Türken fehlen ja halt die Pikeniere oder sonst irgendwas in der Richtung. Haben natürlich Kamele, aber auch die Litauer haben sogar sich schneller bewegende Pikeniere, die da ab Ritterzeit gut was machen können. Schauen wir mal, wie jetzt erstmal vor der Zeit hier alles ausgeht. Genau, da ist er schön an den Bären schon. Kriegt noch keine Villagerin. Guter Move von Manu, hier den Spear zu adden. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Gamechanger für den Fight. Ansonsten hätte er echt ein Problem gekriegt. Kommt auf der anderen Seite vielleicht auch ein Spear nach vorne. Nee, der bleibt daheim. Ja, schönes also... Micro von Umi vor dem einen Scout wegzulaufen. Ja. Vor dem einen Speerkämpfer. Aber Manu jetzt mit mehr Scouts, ne? Wobei da kommt einer nach und außerdem hat einer von Manus Scouts schon nur noch 2 HP. Ja, kommt echt an. Kommt ein Scout nach von Manu, ja, es wird ein enger Fight, Umi nimmt ihn nicht richtig. Oh, jetzt das Micro war nicht super gut, Manu kommt hier besser raus aus dem Fight, weil die Produktion eben bei ihm daheim ist. Ja. Und das Wasted haut rein. Aber Umi mit 3 Villagern mehr. Ja, stimmt, das Makro dahinter auf jeden Fall. Wie sieht's mit den Upgrades aus? Manu momentan mit echt lange Idle Time, also es sind schon über 2 Minuten im Vergleich zu Umi mit 34 Sekunden. Okay. Sind jetzt wirklich einige Unterschied und jetzt ist Manu auch noch Haust, deswegen... Aber Umi auch. Ja, Umi auch. Beide gleich. Ja. Und Umi auch richtig heavy auf den Rehen. Manu jetzt mit Schaden. In der Woodline bekommt er da den Kill? Nee. Ich bin ein bisschen hinten dran, dadurch, dass ich Capture Age benutze. Deswegen wirst du wahrscheinlich alles schon. Ne? Ich hab jetzt. Ja, aber Woodline gerade nichts. Woodline, da stehen einfach noch die Spears. Ja, genau. Und es kommt jetzt die Schmiede rein. Bei wie viel bist du? Wie viel Zeit? Ich bin bei 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Schmiede ist da. Und ja, es sind 5 Villager Unterschied momentan. 5 Villager, ja, mehr bei Umi. Trotzdem Manu mit dem Punkte-Lead. Ich denke, das kommt zum großen Teil wahrscheinlich auch durch Scouting. Ja, und durch die KD vielleicht ein bisschen, ja. Aber nein. Ne? Ja, Manu sieht schon mehr von der Map, würde ich sagen. Kriegt jetzt nochmal einen Willkill hier, ja, aber nichts gefallen. Ja. Kill da nochmal mit. Ja, kriegt den schönen zweiten. Block jetzt von Manu, gut gemacht. Mhm. Ja, Umi jetzt auch im Vergleich viel idle im TC wollte jetzt irgendwie, glaube ich, vielleicht Richtung nächste Zeit klicken, aber er ist nicht auf Gold momentan. Ja, genau, und jetzt wieder ausgeglichen. Ja, und Manu kriegt vorne nochmal weiter Schaden, wobei jetzt kommen Speerkämpfer. Ja, aber trotzdem, ich glaube, die können das hier nicht klären, da bleiben noch so 4 Scouts übrig und er muss die Woodline erstmal verlassen. Mhm. Ja, guter Schaden, gut, dass Manu hier drauf bleibt auf den Scouts. Das finde ich fast ein bisschen schade, dass Umi hier zu schnell Richtung Ritterzeit denkt. Das kommt ihm jetzt gerade ein bisschen. Ja, das wird ihm so ein bisschen zum Verhängnis. Also die 5 Villager-Vorsprung, die er hatte, sind jetzt 2 Villager hinten. Manu Double geworden. Blacksmith.
Double Blacksmith. Ja, da kommen die, kommen schnell die Upgrades. Schnell die Upgrades rein, genau. Hat bisher noch keins gemacht. Das plus 1 hier auf der Scout-Kavallerie ist vom Türken-Bonus, dass sie ja einen Pierce-Armor mehr haben. Ritterzeit-Klick ist da. Uh-huh, aber auch weiterer Schaden oben wieder in der Woodline. Fällt nochmal eine Villagerin. Mhm. Ja, und waren halt so viele Kills, dass Manu mittlerweile mit den Villagern jetzt vorne ist. Ja, und Wheelbarrow auch noch drauf hat. Also er hat jetzt auf jeden Fall den Eco-Bonus drauf. Ja. Und Omi hat jetzt gerade gar nichts daheim. Das gefällt mir leider nicht so besonders gut. Ich glaube, er überlegt da zu kämpfen. Könnte er auch machen. Eigentlich. Da sind nämlich einige Scouts wirklich sehr low. Aber Manu hat keinen Bock mehr. Ja. Verständlich. Ja, Manu jetzt auch auf dem Weg in die Ritterzeit. Walter, ja, es aus, Umi. Aber momentan macht Manu den Druck und Umi hat einfach kein Militär auf dem Feld, das hier irgendwie verteidigen könnte, so richtig. Oder Speerträger stehen immer an der falschen Stelle, so gefühlt. Ja, sind natürlich auch langsamer. Gerade auf der Karte, wo alles offen ist, kann man hier super hier rein, da raus, überall mit Scouts, ne? Und den, die Genieren immer wieder ausweichen. Ein Kill kriegt Manu jetzt. Ja, oben meinte ich auf dem Scout, aber auch Manu hat er ja noch eine Villagerin hier bekommen. Ja, und Manu, ich weiß nicht, versucht er sich hier mal wieder komplett zu wallen zum Kartenrand? Oder? Ja, sieht auf jeden Fall nach Walling aus. Ja, so ein bisschen versucht das. Ich bin gespannt, ob Manu jetzt einen Militär-Approach nimmt oder ob er wirklich hier versucht zu boomen. Der Umi will auf jeden Fall einen zweiten Stall hochkriegen. Manu scoutet es auch und jetzt kommt schon der erste Ritter. Also ich denke, Manu muss klar sein, dass hier auf jeden Fall Militär bald in seiner Base anklopfen wird. Was ist seine Reaktion darauf? Sehen wir gleich in der Ritterzeit. Bin ich gespannt, welchen Weg. Ein zweites TC vorne an seinem Gold. Mhm. Sicheres Gold-Einkommen braucht er auf jeden Fall, genau. Ja, Mann, ich sehe jetzt keinen Instant-TC-Drop irgendwo, also produziert auf jeden Fall erstmal Ritter. Ah doch, da war kurz ein TC geplant, aber hat es wieder schon. Jetzt da vorne. Mhm. Ja, schauen wir mal. Die drei Scouts sind jetzt natürlich auch zum Lightcalf geworden für Manu. Die können natürlich noch ein bisschen unterstützen, auch gegen die Ritter. Schönes Micro hier von ihm. Außerdem hat er auch die besseren Upgrades drauf. Ein Offensiv-Upgrade und Bloodlines mehr als Uni. Und auch vielleicht das zweite Defense-Upgrade. Und ja, damit ist die Armee auf jeden Fall schon eine ganze Ecke gefährlicher. Ja, gerade mit dem zweiten Defense-Upgrade ist das hier nochmal eine ganz andere Geschichte. Und er gewinnt halt auch die Fights und jetzt trödeln so einzeln die Ritter von Umi rein. Das wird schwierig zu campen. Er addet jetzt auch noch Kamele dazu, also solange keine Schützen auf dem Feld sind, ist das auf jeden Fall der richtige Move. Ja, es killt weiter einzelne Ritter, die nach vorne laufen von Umi. Ja, jetzt müssen eigentlich fast Spears noch deutlich mehr reingemischt werden von Umi, ne? Ja, denke ich auch, genau. Einfach ein paar Pikiniere. Das Upgrade braucht er auch auf jeden Fall. Könnte sogar überlegen, vielleicht irgendwas mit Mönchen zu machen. Als Litauer sowieso keine schlechte Idee. Hallo. Ah, hallo, GG. GG. Wir hatten noch die 2 Minuten Spec-Delay, also wir sind noch mittendrin. Stimmt. Aber ja gut, bisher ist wieder nur GG. Ja, also ich glaube auch, Umi wird das jetzt hier blitzschnell noch drehen. Aber das Kloster hat er gebaut, ist auch sehr schön, wie wir es gesagt haben. Ja, nur es sind jetzt halt, was haben wir, 21 zu 2 Militär, ne? Das ist jetzt halt der große Unterschied.
Manu auch oben am Gold gleich nochmal durch. Ja, Manu hat einfach hier immer die richtigen Fights genommen, auf die Upgrades gewartet, die besseren Upgrades gehabt, dann die Einheitenkomposition gehabt. Das hat dann gut gesnowballt, obwohl Omi dann eigentlich früher in der Ritterzeit war. Das Geräusch eigentlich. Ja, das ist von MBL. Der hat irgendwann mal gesagt, er wird nie wieder Arena spielen und so richtig so eine schöne Rage-Rede gehalten. Das hat immer Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben nochmal dieses Spiel gemacht, wo wir nur Mönche gemacht haben auf Arena. Und ich habe nur noch Wululu im Sekundentakt gehört. War wunderschön. Tamara schreibt bei WhatsApp noch ein Trainingsgame. Tamara. Ja, GG, jetzt ist das Spiel auch bei uns aus und. Ja, war zeitweise eine relativ enge Kiste, muss man sagen. Und, ja. Seine Scouts waren halt super schnell da, ne? Da war ich ein bisschen zu lahm. Ja, irgendwie hatte ich dann irgendwie zu wenig. Ich hatte das Gefühl, wenn ich einen mehr gehabt hätte, weiß ich genau, nicht. Genau, da ging es immer so ein hin und her und ich hatte immer mal einen Pike noch mit ein, zwei Hits dabei. Und dann konnte ich Masse aufbauen und ich habe halt noch ein paar mehr gebaut. Du hast ja dann aufgehört und hast auf Pike-Verteidigung gesetzt und ich habe dich halt noch ein bisschen geärgert. Ja, aber da hast du halt super viele Wills bekommen. Also ich glaube, da war der Knackpunkt so. Da hätte ich dann entweder alles schon zuwollen müssen, vielleicht meine Woodlines und mein Gold. Und ich habe vergessen, auf Gold zu gehen und habe mein Boar am Anfang nicht gefunden. Das war wirklich alles vorgewählt. Ja, das stimmt. Dafür bist du gut hochgekommen. Ja, gut. Ich dachte erst, du hättest den gelamed, Manu, tatsächlich. Nee, ich heiße doch nicht Gobot. oder sowas. Ja. Nee, ich gewinne ganz fair. Ja, Manu hat auch gedacht, er will instant alle Upgrades, wenn er ins nächste Zeitalter kommt und hat deswegen auf 2 Schmieden gesetzt. Finde ich einen guten Move. Habe ich das gemacht? Ja. Also da... in einem Lotter Kebab spieß, deswegen. Die Upgrades kamen dann auch rein, also Upgrade-Vorteil war dann auch da, von daher hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und wir sehen dadurch jetzt auch tatsächlich das Entscheidungsspiel 2 gegen 2. Mhm. Da darf sich jetzt Team Flummi natürlich erstmal eine Map aussuchen. Ja, wir haben uns gerade schon abgesprochen, wir würden gern 4 Seen spielen. Mhm. Okay. Four Lakes, okay. Ihr schickt mir jetzt bitte, also ihr könnt euch noch zurückziehen zur Beratung und so, aber macht einfach schon mal das Spiel auf, geht rein und schickt mir die Sifts per Discord, die ihr spielen möchtet und die müsst ihr dann am Ende auch spielen. Genau. Okay. Egal, wer welche Sifts spielt, ihr müsst ihr halt noch spielen dürfen. Ihr braucht mir einfach bloß die 2 Sifts schicken, fertig. Ja, ja. Dann Team Flummi, macht ihr auf? Ja. Felix, willst du aufmachen? Und Christoph, sollen wir kurz einen Channel runtergehen? Ja, ja, ja. Felix, lass mal kurz eins runtergehen noch, oder? Ja, ja, machen. Okay. Ja, genau, Tamara. Das ist vom zweiten Spiel jetzt das 2 gegen 2, was jetzt als nächstes kommt. Also quasi das letzte Spiel des Tages. Ich spoilere aber jetzt nichts für das erste Spiel. Ne? Das kannst du dir noch bei Domme auf dem Kanal angucken, wenn du Lust hast. Also die erste Begegnung, genau. Ja. Mhm, genau. Vielleicht läuft sie dann auch durch, wenn es hochgeladen ist. Wer weiß. Ja. Wobei sollte dann ja eigentlich, ne? Ja, müsste. Aber wahrscheinlich gibt es da auch Sprünge dann in der Aufnahme. Ja, ja. Okay, 4 Seen werden gespielt. Mhm. Mhm. Interessant. Also ich meine, die beiden haben ja
Ja, schon. Also die beiden Teams haben noch nicht viel für Seen gespielt, wenn ich das richtig sehe. Ich schau mal kurz. Vier Seen. Oh, doch. Manu hat schon viel für Seen gespielt und Christoph auch. Okay, 7. Ja, 6 bisher und dann. Und auf der anderen Seite 4 Seen auch 5-mal für Umi und Felix. Also beide Teams 4 Seen erfahren. Mhm. Ja, mal schauen, ich weiß warum, auch nicht. Was glaubst du, warum die da 4 Seen auswählen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, häufig ist es ja einfach sowas, wenn man als Team eine Map hat, die vielleicht beide ganz gerne spielen, dann warum nicht, ne? Wenn man sich da einfach drauf wohlfühlt. Vier Seen, ja, sehe ich jetzt nicht so viel wie taktisches Potenzial wie zum Beispiel bei Teaminseln oder Coastal Mountains oder so. Aber ja, ich weiß nicht, man kann natürlich schon vielleicht früh zu zweit Stress machen, einfach voll Feudal-Action oder so mit dem Fischboom hinten dran oder ja, ich weiß nicht. Ja, was ich mir gerade überlegt habe, ist, dass vielleicht, naja, wenn man jetzt sagt, man geht auf den stärkeren Spieler, dass man darauf setzt, dass der schwächere Spieler zum Beispiel keine Fisch-Build-Order kann, also keine Fisch-Build-Order. Und deswegen man 2-1 mal Fischboom hat und dann so weit voraus ist, ja, okay, ja. Dass man den 2-1 wahrscheinlich überrennt dann. Ja. Oder aber dass man vielleicht mit einem den Hafen vom Guten besetzt und vielleicht ja. Auf Wasserstress macht und der andere auf Land oder so. Könnte sein, aber allerdings muss ich auch sagen, hat sich Christoph echt gut geschlagen jetzt im ersten Spiel. Also ich würde mich auch verlassen, dass der das nicht drauf hat, ehrlich gesagt. Und wir haben auch mit dem schon 4 Seen gezockt, deswegen ja. Ganz gut ist es nicht für Christoph. Bin ich gespannt. Hast du schon Sips bekommen? Nein, von Team Flummi weiß ich es schon, bei Christophorus Columbus noch nicht. Sagen, bevor das Spiel gestartet hat, nicht, dass er jemand im Stream noch rumhängt. Stimmt. Ja. So. Felix, Umi, ihr habt mir noch nicht geschrieben. Genau, ich schreib dir auch noch schnell, Domme. Ah, ich hab dir eigentlich gerade geschrieben, so rum, sorry. Ja. Okay. Alles gut. Manu hat noch nicht geschrieben oder Christoph, genau. Genau, schreibe ich dir. Ich wüsste, was ich spiele. Okay, ich hab's dir geschickt. Alles klar. Gut, dann viel Spaß euch auch für Seen. Jo, vielen Dank. Christoph, wir gehen wieder eins runter. Jo. Felix, ja, auch bis nachher. GLAF. GLAF. So, ja, bin ich mal gespannt, was jetzt dran kommt. Jupp, ich kann es dir schon sagen, dann kannst du auch schon eintragen, weil jetzt müssen die auch das spielen, was hier am Start also, ist. Also, auch, wer was gepickt hat, nicht nur als Team. Ja, tatsächlich weiß ich, wer was picken wird. Und zwar wird Felix Perser spielen und Umi Malia. Oh, das sind zwei, da haben sie sich Gedanken gemacht. Ja. Das denke ich auch, dass sie sich dann Gedanken gemacht haben. Also Felix und Perser, Umi Malia. Und auf der anderen Seite gibt es Bulgaren von Horus und Christoph mit Japanern. Zweiter Bulgaren-Pick von Manu. Zweiter Überhaupt-Pick von Christoph. Christoph mit einem Pick. Ja, bisher einmal die Mongolen genommen. Ja, Perser und Malia, denke ich, ist eine super Kombi, um hier auf jeden Fall auf Fisch zu gehen. Beide mit einem guten Holzbonus, der am Anfang hilft, den Hafen wesentlich schneller bauen zu können. Ja. Für die Perser mehr Holz von Anfang an und auch ein bisschen mehr Nahrung. Da habe ich jetzt sogar im Hidden Cup Qualifier eine Build Order gesehen, wo, ich weiß nicht mehr, wer es war,
aber halt instant den Hafen gebaut hat, kannst du dir zwar kein Lumber Camp leisten, aber musst halt erstmal auf die Straggler Trees gehen. Aber einfach alles, um halt möglichst früh irgendwie an die Fisch-Eco zu kommen. Mhm. Ja, also habe ich auch gesehen, das Spiel, ich weiß aber auch nicht mehr, wer es war. Mhm. Ja, Spiel ist auf jeden Fall da. Und ich hab's, genau. Du hast. Okay. Mhm. Ja, also Felix spielt hier in Blau dem Horus gegenüber in Rot. Das heißt, wir sehen da Perser gegen Bulgaren. Auf der anderen Seite sind es Japaner gegen Malier, von Umi gegen den Christoph. Und ja, alle haben so ihren eigenen See. Das ist natürlich so eine Besonderheit, sag ich mal, wenn man vier Spieler ist. Da hat jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Ja, weil es gibt auch so Map Generations, wo man halt quasi, wo alle in der Mitte spawnen, ne? Und dann haben alle so ein bisschen Zugang zu jeweils zwei Pawns halt. Ja, aber dass Christoph die Japaner gepickt hat, zeigt, glaube ich, dass zumindest, ich weiß nicht, dass er da irgendwie ein bisschen ans Wasser denkt, denke ich. Ja, also es wird ihm auf jeden Fall, wenn er es selber nicht tut, vom Manu gesagt werden, schätze ich mal, dass auch was er soll und wie er das spielen soll. Von daher, momentan bin ich mal gespannt, ob er den, wie viel er auf Holz schmeißt jetzt, ob er da bei 4 bleibt mal, oder ob er auf 5 geht. Guck mal, was Felix gemacht hat. Der hat genau die Build-Order, glaube ich, gemacht. Der geht auf Straggler und baut das Dock. Also der hat sich da auf jeden Fall was abgeguckt. Oder etwas abgeguckt, ja. Ich meine, das gibt es ja jetzt schon länger, aber dass die Perser diesen Bonus haben, aber es zeigt halt, dass sich hier wirklich Gedanken gemacht wurden und ich gehe davon aus, dass es auch bei Umi nicht lange dauern wird, bis da der Hafen kommen wird. Das ist krass, also das ist schon echt ein starker Move, die zwei Völker zu nehmen. Mhm. Gerade auch auf Nomade oder sowas sind das ja sogar die einzigen Völker, die halt sofort einen Hafen bauen können und ein Fishing-Schiff. Und das TC und ein Haus. Das kriegen sonst keine Sifs hin. Ja. Wobei Felix jetzt das Fishing Ship noch gar nicht baut, obwohl er den Hafen oben hat. Das ist ein bisschen schade. Ja doch, jetzt kommen sie. Ah, jetzt kommen sie. Ah. Aber dafür ist er gerade idle im TC. Ja. Aber wer ist das nicht? Also eigentlich sind bis auf Manu eigentlich alle so. Er hat jetzt noch keine extra Schafe gefunden, Felix. Läuft hier sehr große Runden mit seinem Scout. Wird da jetzt aber auch in die Richtung laufen. Ja, und auch sowohl Umi als auch Christoph sind auf dem Fishing Ship. Nur Manu hier der einzige, der noch nicht auf den Hafen geht. Mhm, der geht hier auf die Mühle, hat sich zuerst mal die Rehe jetzt geschnappt und ignoriert Wasser momentan noch komplett. Hat auch nur 3 auf Holz. Mhm. Wobei einer baut vielleicht gerade ein Haus, aber 4 auf Holz. Das heißt, da ist Wasser kein Thema momentan. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht halt ein Land All-In. Ich meine, wenn man richtig früh kommt, kann man echt guten Schaden machen. Weil dadurch, dass man halt auf die Fisch-Eco geht, oben wird der Villager von Felix getötet, der noch keinen Loom hat. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber dafür wird man vielleicht seinen Scout verlieren. Ja, gerade mit Bulgaren, so Man-at-Arms, into irgendwas, da kann man ja wirklich super viele Ressourcen sparen, dann auch mit den ganzen Upgrades im Blacksmith, die halt nur halb so viel kosten oder halb so viel Nahrung kosten. Also wenn jetzt wirklich Infanterie hier spielt, bin ich auf jeden Fall, hat er viel Pluspunkte bei mir persönlich natürlich gesammelt, dadurch, dass Infanterie wieder nach vorne geballert wird, aber ja, also Fisch nicht zu nehmen ist schon auf Dauer eine schwierige Entscheidung, finde ich. Sieht auch jetzt nicht so aus, als würde er super schnell hochgehen. Er ist jetzt, ja, Pop 22, also wieder irgendwie eher sowas Standardmäßiges.
Aber er ist damit auf jeden Fall am schnellsten. Mal gucken, ob er seinen Scout auch deshalb noch irgendwie retten kann. Kriegt jetzt hier nochmal einen Hit rein. Rennt auf jeden Fall erstmal zurück. Ja, und es kommt auch instant die Kaserne. Also Manu sagt sich hier, scheiß auf Wasser. Ich gehe einfach auf Land. Das wird schon. Aber auch bei den anderen jetzt noch kein krasser Fischboom am Start, ne? Also Felix hat zwar früh seine Fishing Ship gehabt, ja gut, das dritte kommt jetzt. Ja, ja. Auch drei bei Umi, zwei bei Christoph, aber das sind japanische, die arbeiten ein bisschen schneller. Allerdings jetzt bei beiden Flummi-Mitgliedern die Feudalzeit am Start. Und es wurde auch gerade schon das gegnerische TC gepinkt von Manu. Ja. Das bedeutet, die wissen, wo er ist. Mhm. Beide sind in der Feudalzeit gleich und Christoph wird wahrscheinlich wieder hier Knight spawnen, ne? Ich weiß es nicht, aber sieht ja schon so nach einer Fast Castle Build Order aus. Er wallt auf jeden Fall die gesamte Map. Ja, wobei, was hat er? Er hat 20 Dorfbewohner, Christoph, ne? Also ja, ja gut, Fishing Ship dazu. Ja, stimmt. Ja. Fast Castle wird das, glaube ich, nicht. Das wird, nee, das wird mich sehr überraschen, wenn du das hinkriegst. Allerdings ist, dass Umi einen Rush bei Christoph reinballert. Und der könnte ihm ganz schön wehtun, weil ja, er ist da nicht so erfahren, was dieses frühe Stress angeht. Und die hat noch keinen Loom. Christoph hat noch keinen Loom und ist auf dem Weg nach oben. Das heißt, er wird jetzt auch erstmal keinen Loom bekommen. Das heißt, da an der Woodline könnte potenziell großer Schaden entstehen. Mhm. Manu hat hier versucht, noch die Kaserne von Felix zu verhindern. Man at Arms Upgrade ist sogar drin. Zwei Villager. Oh, hier Man at Arms sogar. Ja, Man at Arms ist drin. Da muss Christoph jetzt echt schauen, weil sonst ist der ruckzuck dead. Na, aber. Echt, oh, es geht. Nimmt da nicht alles aber mit, was er hätte mitnehmen können. Nee, aber welches Wood soll Christoph jetzt noch nehmen momentan, ne? Ja. Ja, ist jetzt sehr viel Idle, auch im TC noch jemand. Unterm TC stehen 7 Leute. So, auf der anderen Seite ist... Die Scouts dran zu machen, aber da ist schon der erste gestorben, der war eh ein One-Hit und der kann jetzt eigentlich auch nicht mehr viel machen, der Einzelne. Ja. Kommen aber Scouts nach, es kommen aber auch Speerkämpfer von Felix. Und Manu geht jetzt auch auf Wasser, hat die ersten 2 Fishing Ship gebaut. Ja, wollte da einen Fight nehmen, aber kann den Blacksmith nicht verhindern. Felix hat seine Scouts ausquartiert. Und 3 gegen 3 Scouts, mehr HP insgesamt bei Felix drauf. Killt auch direkt den ersten. Beide ohne Upgrades, Manu nimmt einen mit und haut ab. Kommt nochmal ein Scout raus von Felix, also der hört jetzt nicht auf zu pumpen momentan. Defense Upgrade und kommt auch bei Felix, also der möchte weiter auf den Scouts bleiben. Ja, wie sieht's eco-mäßig aus? Umi da mit einem großen Vorteil. Wirklich schon viele Villager. Die Fishing Ship laufen absolut uncontested hinten. Es sind 7 Stück bei ihm. Schönes Scout-Micro hier von Felix, der immer wieder die Lone Scouts rauspickt, obwohl er in der Unterzahl ist, hier einen guten Fight nimmt, aber es sind einfach zu viele. Aber er kriegt hier durch die Upgrades doch nochmal einen guten Fight hin. Also das ist auf jeden Fall so, dass Felix jetzt nicht hier an dem Scout-Rush stirbt, während Umi hier halt immer wieder Druck macht bei Christoph unterm TC. Es ist momentan so, dass ja keiner so richtig in Richtung Ritterzeit unterwegs ist. Christoph in der Theorie genug Nahrung, aber er ist noch nicht auf Gold. Mhm. Deswegen. Und auch die Gebäude fehlen, ne? Er baut gerade eine Kaserne. Ja. Oh, der hat noch gar keine Kaserne gehabt. Und oben kommen, glaube ich, die Men at Arms auch jetzt nochmal gleich in seine Woodline rein. Könnten da ordentlich Schaden machen. Ja. Und die Archer kommen jetzt zu Manu in die Base. Starkes Umi. Also Umi mit einer sehr, sehr starken Performance auf jeden Fall. Jetzt sind es 4 Scouts, weil die werden jetzt geklärt, die Archer.
Ja, dann müsste Felix mitkämpfen, aber dem seine Scouts, wo sind die? Sind die tot? Ja, wahrscheinlich sind die tot. Hat da welche verloren, genau. Hat zu Hause noch zwei Speerkämpfer. Ja, und Umi hat jetzt alles da verloren. Ist aber in der Woodline und findet weiter Kills. Ja. Und Felix hat auch übrigens immer noch keinen Loom. Felix immer noch ohne Loom? Ja. Nicht Felix, nicht Christoph. Christoph. Ja, ja. Oh, dann kann man natürlich diese Man-at-Arms auch nicht so richtig gut fighten, allerdings. Ja, sind jetzt alle tot. Ja, ja. Ja, Echo spricht eine klare Sprache. Es sind 84, 85 Villager zu 6 und 68. Also das sind jetzt schon 15 Villager Unterschied, was das Team angeht. Mhm. Und in Richtung Ritterzeit unterwegs ist der Felix. Der hat jetzt gerade geklickt und ja, Manu ist noch einiges weg. Der ist noch nicht auf Gold. Doch, jetzt ist er auf Gold gegangen. Okay. Felix ist offen ganz rechts. Ne? Aber ja, Manu auch. Und Omi, der schickt jetzt schon die nächsten Archer los. Also der will jetzt hier weiter Stress machen. Der hat keine Lust, dass hier der Christoph alleine vor sich hin boomt und vielleicht dann irgendwann Ritter spammt oder sowas in der Richtung. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Felix hat es auch stark verteidigt gegen Manu, ne? Also so viel Schaden war jetzt da nicht am Start. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Manu gerade nochmal mit den Scouts bei Omi. Weiß nicht, ob er da einen Kill gekriegt hat. Umi hat auf jeden Fall mit den Villagern gefightet und den Scout erledigt. Hat auch zwei Pikeniere zu Hause stehen. Zwei Speerkämpfer. Und ja, tötet weiter Woodarbeiter bei Christoph mit den Archern, die da hinter der Woodline stehen. Christoph auch super idle mit 9 Wills an den Berries oder da, wo sie mal waren. Und Umi lässt jetzt einfach einen Archer stehen an der Woodline, ne? Ja. Der killt da vor sich hin. Ja. Und Felix und Umi auch auf dem Weg in die Ritterzeit. Mhm. Haben wir jetzt auch Manu gerade geklickt. Ja, Manu war jetzt auch kurz bei Umi daheim. Hat da versucht, ein bisschen Damage zu machen, aber da haben Spears gewartet und außerdem gehen die Archer zurück. Also da konnte er jetzt auch nicht so viel tun. Währenddessen Felix jetzt mit dem zweiten Defensiv-Upgrade auf den Knights und da kommen auch die Ritter raus schon. Also da werden wir Reiterei sehen und von Umi die Schützen. Mhm. Der Felix wird mir jetzt theoretisch noch ein zweiter Stall fehlen. Ja, hat auch ganz gute Ressourcen, macht aber schon das zweite Defense-Upgrade. Und Manu ist immer noch offen rechts, da könnte er rein, aber natürlich auch ganz unten noch komplett offen. Gucken, wie viel Schaden die jetzt da machen können, bevor Manu selbst in der Ritterzeit ankommt. Manu Felix ist auch links offen, da kommen gerade die Scouts reingeritten. Okay. Könnte es sein, dass dadurch, dass da jetzt zuerst der Schaden kommt, er seine Ritter nochmal zurückzieht? Aber ich denke, er hat vorne schon reingeklickt. Kämpft da jetzt erstmal die Speerkämpfer. Ja, währenddessen hat Manu hier die Scouts in der Base und kriegt da auch ganz gut Kills. Mhm. Felix kämpft mit seinen Villagern, die Scouts, und verliert hier doch einiges. Also mittlerweile würde ich sagen, die Scouts haben sich doch gelohnt bei Manu. das sind nämlich auch schon wirklich... ja. Aber Umi jetzt mit einer Crossbow-Armee. Und ich glaube jetzt, ja, also die Speerkämpfer fallen jetzt einfach. Und wenn die jetzt Manu doppeln, sehe ich nicht so recht, wie er das hier großartig verteidigen kann. Ja. Das wird sehr, sehr schwierig. Er hat jetzt selbst seine ersten zwei Ritter. Jetzt sollen hier die Crab-Hosts hochgehen, aber sehe ich auch nicht, wie der hochgeht. Geht, ehrlich gesagt, gerade. Umi müsste da ein bisschen micron, schießt viel zu viel auf irgendwelche Stelle oder den Crab House selbst. Ja, Mann. Kriegt er den hoch? Den kriegt er hoch. Oh. Nee, den kriegt er nicht hoch.
Und selbst wenn er hochgeht, beschützt er gar nicht mal so viel von Manus Base. Und Felix ist auch schon hinten drin mit den Rittern am Stein. Also. Ja, ich glaube, das war's schon. Manu fast. Aber da geht nicht so viel gerade. Und jetzt hat Manu echt ein Problem daheim. Auf der anderen Seite macht Christoph gerade die Ritterzeit und baut zwei Ställe. Also. Da muss jetzt wirklich unbedingt der Crab. Ja, ich weiß gar nicht mal, ob der unbedingt hoch muss, aber er kann schon hochkommen. Er ist bei 94% und dann irgendwie die Armbrustschützen clearen. Ja, da ist er oben. Dann ist nochmal ein bisschen Damage auf der gegnerischen Armee. Er hat ja selber auch Ritter gebaut. Also so ganz over ist es hier noch nicht. Aber es ist natürlich keine gute Ausgangsposition, so viel Damage zu kriegen und so viel Villager zu verlieren. Oben besiegt er nochmal die Knights von Felix. Christoph jetzt auch angekommen in der Ritterzeit, aber auch der hat schon wieder Crossbows vor der Nase. Umi wirklich mit guter Produktion. Ja, die standen auch die ganze Zeit schon am Holz. Also Christoph ist da auch linke Holz ausgewichen. Und ja, Christoph jetzt mit drei Stellen und der ballert Ritter und gar nicht mal wenig. Ne? Also die Produktion, die läuft. Ramme jetzt auf der anderen Seite. Und Umi. Vielleicht auf jeden Fall auch Ballistics. Ich glaube nicht, dass Manu das fighten kann oder fighten sollte. Ja, ich wollte gerade sagen, also er kann es vielleicht schon fighten. Ja, aber große Verluste auf jeden Fall. Aber welche Wahl hat er, ne? Er muss jetzt schon schauen, dass der Gegner keine großen Crossbow-Numbers aufbaut. Mhm. Naja, ist auf jeden Fall ein guter Fight für ihn. Wie sieht's mit den Crossbow-Numbers aus? Da sind ganz viele Idle hinten, gerade 20 Villager bei Umi, noch mehr. Oh ja. Okay, jetzt geht's weiter, ja. Ja, und er produziert weiter Archer in die Richtung. Ja, und Christoph hat sich jetzt aber auch ins Game geschlichen. Der hat jetzt auch die Crossbows geklärt und hat jetzt hier 8 Ritter. Die haben zwar nicht wirklich großartig Upgrades drauf, aber die sind auf jeden Fall schon mal so, dass man da nicht einfach ein paar Crossbows hinstellen kann und dann ist einfach die gesamte Woodline denied. Auch schönes TC hier von ihm am Gold. Also Christoph findet so langsam einen Weg ins Spiel und vielleicht ist es genau das, was das Team braucht gerade momentan. Felix hat jetzt hier eine schöne Armee zusammengestellt, die aber momentan nicht aktiv ist. Mhm. Kommt jetzt dazu oder in Richtung nach vorne. Allerdings ist der Eco-Unterschied halt auch schon bei ungefähr 50, so, ne? Ja. Also Eco ist krass und es ist jetzt wirklich die Zeit, wo die beiden gemeinsam Damage machen müssen, um hier einen Weg zurück ins Spiel zu finden. Die reiten jetzt auch zusammen los. Es ist echt die Frage, wo sie hingehen. Oder, Christoph bleibt doch da hinten, geht woanders hin. Wofür entscheiden sie sich? Ich überlege, nee, da ist noch. Da ist zu. Jetzt hat Full Camels bei Umi. Der hat gewechselt. Hat Umi, Felix. Umi auch? Ach, Umi auch, beide. Ah, beide Camels. Okay, ja, gut. Felix braucht nämlich auch viele Camels, ja. Denke ich auch für die Armee, die jetzt gerade auf dem Feld ist, der richtige Call. Oh, und schöner Damage hier von Christoph, der hier in die Woodline reingeht. Mhm. Also. Der hält jetzt hier auf jeden Fall die Base von Umi auf Trab. Das ist sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite kommt auch noch zusätzlich der Manu hier ans nächste TC ran. Mal schauen, ob Umi das registriert. Da ist nämlich viel los. Er hat einquartiert. Auf der anderen Seite geht aber auch Felix jetzt in die Base von Manu rein. Genau, ja. Steht da unter dem Crabhost erstmal. Nimmt doch einiges an Schaden. Kommt nicht rein beim Gold. Ja, sollte jetzt einen anderen Fight nehmen. Und Christoph switcht jetzt auf Pikeniere. Japanische Pikeniere, definitiv gut gegen die ganzen Kamele und Ritter, die da rumrennen. Ja. Ja, und jetzt ist Felix eigentlich drin. Genau, läuft jetzt noch rein. Hinten war ja schön. Momentan alle sehr, sehr ausgeglichen.
aber jetzt shiftet alles so ein bisschen in Richtung Manus Base und Christoph versucht hier weiter Damage zu finden. Mhm. Ist da offen links bei Umis Base oder sucht er da einfach nur... Ja, da ist offen. Da ist offen, da hätte er rein können gerade. Aber er wird, glaube ich, zurückgerufen, dass er kämpfen muss daheim bei Manu, mhm. weil der hat da schon wieder Damage in der Base und baut jetzt Crab Hosts und ja, die verteidigen das natürlich sehr schön, ne? Also, man braucht hier schon mehr als diese Raids, um Manus Base jetzt so richtig auszuhebeln momentan. Mhm, ja, brauchen auf jeden Fall wieder Siege dazu. Der Siege Workshop von Umi wird vorne zerstört. Ja, Umi braucht auf jeden Fall auch weiterhin ein paar Pikeniere, würde ich sagen. Ein paar Amos-Schützen, damit er gegen die Pikeniere gut kämpfen kann. Ja, Christoph ist auch wieder gut ins Spiel gekommen, so. Also, der hat hier eine schöne Knights-Armee, die darf er jetzt nur nicht verlieren. Mhm. Ja, da kommen weitere Crossbows von Umi. Ganze Menge sogar. Wieder über 20 Stück. Ja, Felix fängt jetzt an, einfach Häuser abzureißen. Damage machen. Irgendwo. Und Manu pflastert alles mit den Crab-Hosts und vor allem mit Dorfzentren momentan. Ich denke, wir werden bald Imp sehen bei einem von den beiden Team Flummi-Mitgliedern. Wenn man mal guckt, die haben beide mehr Villager als Manu Population hat. Also mhm. das, ja. Ja, und Umi ist auch drin bei Felix und hat eine ordentliche Armee, also das wird jetzt auch nochmal richtig Damage machen. Und Umi ist drin bei Felix? Bei Felix, bei Christoph, sorry. Ja, genau. Ja, schauen wir mal. Erstmal frisst er da ein bisschen Schaden vom TC, aber da ist nicht so viel einquartiert. Das sind da drin, 6 Villager. Ja, also, ich suche auch immer wieder den Fight und schaut, dass auch da auf keinen Fall Christoph ins Rollen kommt. Und er nimmt jetzt hier einen Fight gegen die Crossbows und Camels in seinem, unter seinem eigenen TC. Ich bin mir gar nicht sicher, so toll ist für Umi tatsächlich. Weil da sind auch noch jetzt Pikes dabei. Genau, also eigentlich ist Christoph. Ja. Aber ich schau mal kurz. Ja, die Upgrades. So ein bisschen. Ja, aber er hat auf jeden Fall richtig viele Crossbows verloren. Vorhin waren es noch über 20 Stück. Mhm. Und jetzt kommt eine Burg Felix. Offensiv von Felix. Und die finde ich platziert, die ist auf einem Hill, die kann man nicht einfach pushen, die denied ein bisschen das Gold, die Crab-Hosts kommen da auch nicht ran. Und von da aus kann man eigentlich schön seine Armee nach vorne schicken. Also die ist schön platziert auf jeden Fall an der Stelle. Ja. Ja, und wenn man sich mal überlegt, wann war das letzte Mal Schaden in Felix Base? Das ist schon ziemlich lang her. Das war in der Zeit wahrscheinlich noch, ne? Ja, das war ein Feudal irgendwann. Ja. Und jetzt verteidigt hier der Manu seinen Teammate. Finde ich auch eine gute Entscheidung. Da wollte Umi gerade momentan eine Castle setzen. Die setzt jetzt lieber ein bisschen defensiver. Und muss jetzt hier einen Fight nehmen, der nicht so richtig, richtig geil ist. Ich glaube, Umi verliert hier vielleicht gerade seine komplette Armee. Mhm. Ja, das tut er. Hat ein bisschen was nochmal hinten. Ein paar Kamele und Armbrustschützen. Er hat halt gut Produktionsstätten, ja, ist okay. Auf der anderen Seite kommt durch der Siege Felix und auch ordentlich Knights Nummern, also... Ja, in dem Moment, wo Manu halt seine Base verlässt, geht Felix halt da drauf, ne? Schon gut gemacht von denen. Auch Manu jetzt mit einer Burg. Und Umi auf dem Weg in Innen. Ja, selbst wenn er den Fight gerade nicht so ideal nehmen konnte, Umi, hat er immer noch gute Produktion, geht jetzt in Imp. Und es wird natürlich eine schwierige Sache und ich frage mich natürlich auch ein bisschen, wie Manu jetzt diesen Push von Felix hier gleichzeitig parieren möchte. Also die Rahmen muss er irgendwie loswerden, auf jeden Fall. Felix geht zurück momentan, oder doch nicht?
Ja, okay, Felix lässt seine Rammen so ein bisschen allein. Der erste Crabhost fällt wahrscheinlich, ja, der fällt. Ja, da sollte man aber auch nicht unter der Burg kämpfen. Es ist halt wichtig für ihn, seine Nummern zu behalten, um irgendwie was den Knights noch entgegensetzen zu können. Kriegt jetzt auch auf Pikeniere noch zusätzlich. Ich denke, die braucht er. Er sieht halt, es sind Camels auf dem Feld, es sind Ritter auf dem Feld. Ja, die brauchen halt einen Trap oder sowas, um gut hier gegen die Burg und gegen die Trap aushalten zu können. Aber kann halt so viel Eco hinein. Manu hat dahinter. Ja. Ich meine, er macht das Beste aus dem, was er hat, ne? Aber es ist wirklich keine richtig gute Eco. Er hat da hinten nicht wirklich Gold, wo er irgendwie drankommt. Ja. Zweite Offensivkastel von Felix kommt auch und jetzt kommt auch die Offensivkastel auf der anderen Seite von Umi. Da bin ich mir aber. Die Pikiniere clearen das ganz gut. Genug Archer da. Ja, ja, doch, die wird auch gehen. Ja, das ist eine knappe Geschichte. Also mit ein paar Knights mehr hätte Christoph die hier vielleicht verhindern können. So kriegt er die jetzt natürlich ziemlich in die Fresse und. Felix fängt an, so ein bisschen zu raiden und Manu in seiner Base auch zu nerven. Ja, er ist auch und hat Felix. Und nimmt jetzt auch vorne das Gold. Ja, Umi könnte da jetzt theoretisch auch reingehen. Was ich auch schön finde von Felix, der stonewallt jetzt einfach die Map. Naja, ja. Ja, genau, wenn man halt gerade sicher ist, ne, dann nicht die Gelegenheit mal nutzen. Ich meine, teilweise rechts weiter sind noch ein paar Palisaden, da käme man noch rein. Wird der jetzt nachgeholt? Ne, der geht nach vorne, der Villager. Ja, Radio Eddy schreibt es gerade schon. Es ist eigentlich gerade so ein bisschen Umi gegen Christoph, was hier abgeht. Weil Felix und Manu sich gar nicht mal so viel schenken. Ja, Felix' Job ist jetzt, denke ich, einfach Manu so zurückzuhalten, dass der halt keinen Schaden machen kann. Und dann hat man ja gleich das 2 gegen 1, weil Christoph kann jetzt gegen die Traps, denke ich, halt auch nichts machen. Unter ja. Der Burg wird er jetzt 2 TCs wahrscheinlich verlieren. Eine ist schon down. Auch die Ritter verursachen hier einen riesigen Eco-Schaden. Ja, und oben jetzt der Go von Felix auch. Hat Imp erreicht. Ich sehe jetzt noch keine Imp-Upgrades. Aber Traps kommen auf jeden Fall raus. Ja. Und Felix auch mit dem Switch auf Armbrustschützen. Manu versucht nochmal Raiden zu gehen gerade. Läuft jetzt erstmal durch die Burg. Ja, und er läuft, glaube ich, hinten bei Felix jetzt einfach mal rein. Bin mir nicht sicher, ob sie das auf dem Schirm haben. Ja, aber während er hinten bei Felix reinläuft, wird halt seine Base abgerissen. Also das ist schwierig. Da haben wir jetzt auch auf dem Weg in Imp. In welchem TC? Nicht in dem. Okay. Das ist das untere, wo gerade der Crabhaus daneben gebaut wird. Chevalier-Upgrade dauert noch eine ganze Zeit für Felix. 60% hat er. Also man darf auch echt nicht vergessen, Felix ist damals im ersten 1 gegen 1 Turnier super weit gekommen, hat den späteren vierten den Sascha auch aus dem oberen Turnierbaum runtergehauen. Mhm. Und der ist ein guter Late-Game-Spieler auf jeden Fall. Also wenn der mal wirklich seine Eco hat, will man sich nicht mit dem anlegen. Das macht er schon gut. Und das sieht man hier auch. Also ich meine, du hast ja auch schon gegen ihn gespielt. Das ist echt kein schlechter Zocker. Und der hat auf jeden Fall schon auch
Schwächen im Early Game und da ist er vielleicht nicht in der Top-Spitze bei uns in der Community dabei, aber wenn er mal ins Late Game kommt, siehst du ja, was passiert, da wird abgerissen. Ja, GG von Manu, Frontline. Also hat hier keine Chance mehr, den Push irgendwie zu stoppen. Und ja, 2-1 für Team Flummi. Ja, aber starke Performance auch von Manu, dass er das so lang, hat ja auch Christoph immer wieder ausgeholfen, hat versucht zu raiden. Ja. Hat er gut gemacht, auch eins genommen. Also ist es einfach auch schwierig. GG. GG. Warten wir noch kurz auf die anderen, oder? Mhm. Ja. GG. Gutes Spiel, interessantes Spiel mit verschiedenen Ansätzen und wir haben es schon in der SIP-Auswahl gemerkt mit einem ganz, ganz ausgetüftelten Gameplan von Team Flummi an der Stelle. War also ausgetüftelt, echt? Ja, also eure SIP-Picks sind einfach richtig, richtig, richtig gut auf der Map, ne? Ja, würde ich auch sagen, genau. Ja, das also geht an Umi. Der hat mir gesagt, was ich tun soll. Also, Umi, da hast du auf jeden Fall vielleicht aufgepasst bei den letzten Turnieren, die so gespielt wurden, oder? Ja, natürlich. Aber ich war dann trotzdem ein bisschen konsterniert erst, weil ich dann die Kombi von den, also von Christoph und Manu irgendwie auch nicht, also ich war mir dann irgendwie nicht sicher, ob es wirklich so hinhaut, aber ja, beide Sivs halt, also Malia und Perser, so ein bisschen gut auf Wasser und halt sehr flexibel einfach. Und ich habe dann. Wolltest du mal Line nicht picken statt Malia? Ich habe dich schon gefragt. Nee, Malia. Macht schon. Ja, also mit den frühen Docks auf jeden Fall super stark. Da hätte man sogar noch einiges mehr rausholen können, wenn da die Schiffproduktion konstant rauskommt auch. Ja, und dann ging die Action so langsam los. In der Feudalzeit wurden Scouts geballert. Felix, wie war es denn aus deiner Sicht, wie das Spiel so in der Feudalzeit? Du bist da ja auf den Arm getroffen, der hat dann auch mal noch hier und dann einen Will gesnackt von dir, war immer schön nervig. Hast du da schon ein bisschen Panik bekommen, dass der jetzt so nach und nach dich wegfrisst? Wie war das? Na, im 1 gegen 1 hätte ich wahrscheinlich Panik gekriegt, ja. Sowas okay, aber man hat halt gesehen, wie stark Manu ist, ja. Also, ja, klar. Der wehrt zwei Leute da quasi. Ja, die Grünen waren dann bei mir auf einmal. Ja, ist schon krass gewesen. Und irgendwie das mit den Schiffen, also hat mich auch nochmal irgendwie durcheinander gebracht mit den Scouts, keine Ahnung. Da hatte ich hatte nie Holz am Schluss, als ich auf Ritter gegangen bin, hatte ich nie Holz für den zweiten Stall irgendwie. Das war alles, ja, hat sich irgendwie in die Länge gezogen, deswegen. Naja. Ja, Manu, du hattest dann plötzlich die grüne Armee bei dir, hast du gerade schon gemeint. Das ist natürlich eine fiese Kombo, wenn dann plötzlich zwei Armeen mit unterschiedlichen, also einmal Archer, einmal Reiter in deiner Base sind. Da hast du wahrscheinlich, Christoph, gesagt, ja, jetzt müsste mal was langsam kommen, oder? Ich sag so, jetzt brauche ich dann aber was. Vor allem war Felix halt auch ein bisschen früher in der Castle Age. Und das konnte ich noch ein bisschen delayen, seinen Angriff, weil ich mit meinen Scouts reinkam. Aber ja, auf einmal waren halt die Grünen dann auch noch da. Und ich glaube, das Crepost, da habe ich viel verloren, viele Wills verloren, habe mir aber dann auch Luft verschafft. Ja. Sind die eigentlich, schießen die so stark wie eine Burg, oder? Nee, ein bisschen schwächer. Aber stark genug, dass man einiges weghalten kann. Ich konnte es nicht so richtig einschätzen, ob ich da jetzt vorsichtig sein sollte oder ob ich einfach drauf kann. Also, oder? War, glaube ich, schon die richtige Entscheidung, wegzugehen. Ich glaube, die haben wobei einen Fall und einen Damage weniger oder irgend sowas. Okay. Ja, ich weiß auch nicht genau, aber ja. Irgendwie sowas kommt schon hin. Ich meine, preis-leistungsmäßig sind sie halt super cool, weil sie nur ungefähr die Hälfte von der Burg kosten. Dann konntest du irgendwann noch auf der anderen Seite welche bauen. So gerade in Castle Age kann man sich mit den Dingern echt super gut verteidigen.
Ja, aber also ich habe schon auch Armee hingeworfen. Ich habe zweimal meine gesamte Armee weggehabt. Auch krass von Christoph, auf einmal ja. 40 Pikeniere. Ja, es ging schon gut ab so. Mhm. Ja, also ich glaube, es war wirklich mit der Game Changer, dass du, Omi, den Christoph am Anfang mit den Man-at-Arms auseinandergenommen hast, weil also der damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ja. Ja, also Christoph hat guten Job gemacht, als er dann im Spiel war, aber er war halt einfach zeitlich hinterher dadurch, dass da am Anfang die Man-at-Arms drin waren. Du hattest ja noch nicht mal eine Kaserne zu dem Zeitpunkt. Mhm. Du konntest eigentlich gar nicht dich wehren. Kein Lumen, keine Kaserne. Das war einfach too much. Und dadurch war es echt hinten dran, obwohl der japanische Fischboom dich ja so ein bisschen noch am Leben gehalten hatte. Ja. Ja, aber ich habe es dann auch nicht irgendwie hingekriegt, meine Ressourcen so einzuteilen. Weil dann hatte ich plötzlich kein Holz mehr für eine Kaserne, weil ich alles in Boote gesteckt habe. Also Gewehr, keine Ahnung. Da haben wir auch am Anfang so grundsätzlich drüber gerätselt, warum ihr 4 Seen gepickt habt, Flummi. also ich hatte darauf spekuliert, dass ihr so dachtet, dass eventuell vielleicht der schwächere Spieler, der Christoph, eben keine Wasserbild-Order so richtig ja, einfach so kurz mal aus dem Ärmel schüttelt. Andererseits hat man natürlich dann einen Manu, der das einem auch einfach sagen kann, wie man das so grob spielt. Von daher, ja, also war so die Frage, die bei mir im Kopf war. War das so der Gedanke oder habt ihr gedacht, das ist einfach eine geile Map, lass zocken? Also, nichts gegen Christoph, aber das war tatsächlich so ein bisschen unser Gedanke. So. Aber wir sind eines Besseren belehrt worden. Und Felix und ich haben auch beim Training halt gesagt, dass wir eigentlich beide so Hybridkarten ganz gern mögen und haben uns dann eigentlich drauf geeinigt, okay, eine von den dreien wird übrig bleiben, 4 Seen, hier das Coast to Mountains oder Inseln und haben dann schon von vornherein gewusst, das Game 3, in das wir auf jeden Fall kommen werden oder wo wir gehofft haben, dass wir reinkommen, dass wir dann da halt eine von den Karten nehmen. Aber ja. Ja, war auf jeden Fall ein schlauer Pick, würde ich auch sagen. Ja. Ja, und die Kamele war natürlich auch super gut, ne? War ein guter Pick. Switch, ja. Haben wir dann einmal einen guten Kampf genommen. Ich mit meinen Connex und die Pikes von Christoph. Da hatten wir ihn ein bisschen dezimieren, aber nebenher hat der Felix da. Mein Main Gold war einfach scheiße gelegen, ey. Das hat er mir dann gedenied und ich hatte die Gold. Und, ja. Also Diego hat mir nebenbei ein WhatsApp geschrieben, ein Signal, dass wenn er ein bisschen besser scoutet, der Felix, nimmt er dir komplett alle Goldspots da vorne weg, einfach direkt irgendwie. Also da kann er super viel Stress machen und die sind echt scheiße gelegen für dich gewesen, Manu, ja, natürlich. Aber ja, die zwei haben es halt auch gut gemacht, ne? Immer dann mal zu zweit bei einem aufgetaucht. Das war natürlich schon gut, denn das wird so Christoph verlangsamt am Anfang, damit man dann zu zweit auf den anderen gehen kann. Das war auf jeden Fall eine gute Taktik. Ich bin froh, dass ich mit meinen Scouts ein bisschen was machen konnte und immer wieder ein bisschen hinten stressen konnte. Aber das waren halt auch nur dann irgendwann nur so kleine Kratzer, die nie wirklich viel gemacht haben. Villager-mäßig war es ja am Ende dann, Christoph war natürlich ein bisschen zurück, weil er halt am Anfang so genervt und geärgert wurde und ja, ich habe dann nicht mehr konstant nachproduziert irgendwie. Da war ich. Ja, die anderen waren dann noch eben und dann war es dann eigentlich auch rum, weil mich haben ja nur die Crabpost am Leben gehalten, damit die Ritter mich nicht raiden können. Ja, also Umi hat es echt geschickt gemacht, da auch nochmal immer Archer hinter die Woodlines zu stellen. Also Christoph hatte echt ein krasses Holzproblem auch die meiste Zeit. Also das ist wirklich mies gewesen. Das hatte Umi schon gut gemacht da. Ja, es war auch ein bisschen Glück dabei, als Christoph mit der Masse an Rittern kam, habe ich dann jetzt erst am Schluss gemerkt, dass hinten mein Wald am See, das war völliges Glück für mich, dass der bis zum Kartenrand ging, weil ich hatte das nicht gescoutet und nicht gewallt und ich dachte, also da, ja, es waren schon auch so Kleinigkeiten, glaube ich, das hätte auch gut in die andere Richtung gehen können. Mhm, sehe ich auch so. Ja, also es gab durchaus Fights, wo ich dachte, okay, wenn Felix jetzt nicht reagiert oder ein bisschen spät dran ist, dann machen wir jetzt einfach richtig
platt, weil ihr da richtig krasse Armeen zwischenzeitlich am Start hattet und Umi auch super idle war. Also der hatte danach irgendwie erstmal 27 idle Villager rumstehen oder sowas in der Richtung. Also das war schon guter Schaden, den ihr da auch ausgeteilt habt, und auch Christophs Knights waren ja auch echt viele, muss man sagen. Also ich habe den Switch da auf die Camels, also das war fast der Game-Win dann am Ende, dass du auf die Camels geswitcht bist, Umi, und nicht mit den Archern geblieben bist. Ja, starkes Spiel. Es steht 2-1 am Ende. Team Flummi holt den ersten Sieg in der Gruppe. In der Gruppe geht's auch am Samstag weiter. Um 21 Uhr spielen zwei Mäuse für eine Halleluja gegen die 069 Bots. Beiden anderen. Und wir sehen morgen Abend um 18.30 Uhr offensive Kochkunst gegen The Green Teas. Vegane Mayonnaise mal auf dem Schlachtfeld, sehr schön. Mhm. Das wird auf jeden Fall auch ein Spezi-internes Duell geben, ne? In irgendeiner Form vielleicht, wer weiß. Schauen wir mal, wenn es ins dritte Spiel geht, dann ja, ne? Ja, genau, da muss es ja erst ins dritte, genau. Ist Tama fit, ist natürlich die Frage, die sich die Community komplett stellt. Ist Tama am Start? Ist die im Saft? Was kann Tama? Hast du sie weiter formen können? Hat sie dich als Trainer noch akzeptiert? Hat sie schon eigentlich die Augen ausgespäht nach dem nächst besseren Trainer? Ich kenne das Gefühl. Ich glaube, die Augen nach dem nächstbesten Trainer sind natürlich immer offen. Ne? Ich würde sagen, wir haben schon mal auf jeden Fall Zeiten gehabt, wo wir mehr gespielt haben, aber wir haben doch in den letzten Tagen auf jeden Fall ein paar Spiele reinbekommen, und ja, ich sag mal, es lief jetzt nicht schlecht. Es lief nicht alles perfekt, aber bei wem ist das schon so, ne? Also, wir lassen uns mal überraschen, wie die ersten Spiele laufen. Ja, also das ist, glaube ich, eh so eine Sache, auf die alle gerade halt irgendwie achten müssen, ne? Also man weiß irgendwie nicht so richtig, wie die Stärkeverhältnisse sind, finde ich. Also, ja, das ist schwer, das stimmt. Wir hatten jetzt auch Spiele, wo das Team mit dem aus dem Tabellenrand zusammengesetzt, dann am Ende das Ding gerockt haben. Dann hatten wir Spiele, wo die aus der Mitte gewonnen haben. Also ich bin da echt nicht mir im Klaren, was da die bessere Variante ist. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht noch. Ja, das stimmt. Gut, du streamst jetzt noch weiter 1 gegen 1, oder wie? Boah, ich muss jetzt erstmal was essen. Nee, ich glaube nicht. Ich gucke dann noch Hidden Cup von heute und vielleicht morgen wieder. Okay. So, warte mal, gibt es hier denn schon... Ja, vielen Dank fürs Casten. Ja, gerne. Jo, vielen Dank. Danke für die Stimme, die hier Follow da gelassen haben. Wie kann man denn hier überhaupt jemanden raiden? Geht das über Twitch Studios auch? Jetzt musst du auf die Twitch, du musst über die Twitch-Webseite gehen. Twitch-Webseite, okay. Mhm. Ah, und dann, also, dann gibt es Stream-Manager, ja. Und da kannst du. Genau. Ich bin mal raus. Schönen Abend euch. Alles klar. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. So. Tschüss. Hat jemand einen Vorschlag ciao. Zum Raiden? Memp. Ach komm, für meinen ersten Stream raide ich jetzt MBL. Bei dem bin ich schon so lange. Ich wollte gerade sagen, wenn dann musst du ja. Ja, so ist es. Ja. Gut, 18 Sekunden noch. Ja, macht's gut, vielen Dank. Nächsten Moment. Hatte, irgendwann mache ich Channel Points und dann gibt es sowas, so Raid-Anführer wie bei Elomis. Und dann kannst du dir das aussuchen. Ja, ciao. Mega nice, dass du hast. Mega der Hammer. Geiler erster Stream. Schönes Ding. Jo, hat Spaß gemacht, doch. Zack. Bambi. Thanks for the host. Wir gehen mit Mayonnaise. Host. Thank you. Hope you had a nice stream, my friends. Gotta go all that. Probably should have waited to Menar kick in instead of attack. Yeah, I'm thinking.
Ich hätte mir auch vorstellen können, dass Manu das rumreißt irgendwann. Ja, ja, wenn sie zu lange gewartet hätten und ihn komplett in Ruhe gelassen hätten, dann auf jeden Fall. As long as I don't let these men arms in, I can go raid my scouts. Lucky man, right? Oh god. That's not a thing. That's not a thing. Ich bin hier Congrats für den ersten Stream. So, sorry, ich hab grad irgendwie war vom Kopf her wort. Crazy Scheiß. Ja, also ich tatsächlich, oh fuck, ich wollte heute eigentlich nur die Statistiken zeigen von der Umfrage, aber ja, mache ich vielleicht auch noch an einem Streamtag, wo es besser läuft. Ja, ja. Hat ja keine Eile. Ja. Also tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass es so, also das Flummi, die 069 Bots sind auch saustark. Ja, warum immer die zusammen durften, das ist hat der Edi gerade versagt. Ja. Nee, das waren vier Bester und vier Schlechtester. Ich glaube, das passt. Ja, ja. Schon klar. Diego Jonathan könnte auch krass werden, falls Diego gescheites Internet kriegt. Aber vielleicht gar nicht so krass, wie ich denke. Magic Dog wird auch sick. Die werden auch gut, das stimmt, ja. Und ich glaube auch sowas wie Sogi King Sascha wird richtig brutal. Mhm. Ja, so ungefähr die waren auch die, die ich genommen hatte. Ja, bei auch sowas Royal TS mit den Sturms wird auch. Auch stark, ja. Also, ich bin auch gespannt, weil es drüben musste, was Teamgames angeht, noch seine Qualitäten beweisen, finde ich. Ja, das stimmt. Das hat er bisher noch gar nicht, ne? Ja. Also, so klar, ich bin so ein bisschen halt in dem ersten 3 gegen 3 Cup. Ja. Ja. Ja, also, aber Flummi. Vor allem, wenn Felix jetzt von und Umi sich beide gegenseitig so ein bisschen, was sie ja gerade tun, die spielen gerade zusammen, einfach ranked. Ja, und wenn Felix einfach ins Spielen kommt, ne? Ja, 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 und Umi ist auch so einer, der ist weit unter seinen Möglichkeiten, wie ich den schon gesehen habe, ne? Ja. Also, der ist nicht umsonst der NTNT-Clan-Anführer gewesen mal eigentlich. Ja, ist schon krass, ja. Und schon starke Teams dabei. Also, der war damals auch auf wo ich so kurz vor 1800 auf HD war, war Umi so 1720er oder sowas in der Richtung. Okay, krass, ja.